FC Ingolstadt hat harmlose Uerdinger hochverdient mit 3:0 geschlagen und ist dadurch wieder auf Platz 2 gesprungen. Der KFC zeigte sich nur im ersten Durchgang auf Augenhöhe, brach dann in der zweiten Hälfte jedoch ein und hatte den Schanzern nichts mehr entgegen. Zeigten beim 3:0 gegen Uerdingen die richtige Reaktion, die Ingolstädter Akteur Imago Images nach der 1:2 Heimniederlage gegen Duisburg ergaben sich beim KFC 4 Veränderungen. Im Mittelfeld rückten Schneider, Göbel und Pusch für Wagner, fiel kurzfristig verletzt aus, Kinsombi und Markussen, beide Bank, in die Startelf. Zudem setzte Trainer Stefan Krämer im Sturm auf Grimaldi. Kiprit musste dafür auf der Bank bleiben. FCI-Coach Thomas Oral wechselte im Vergleich zur 0:4 Niederlage am Spitzenspiel in Dresden. Hinten links wurde kurz weg, nicht im Kader, von Franke ersetzt. Außerdem kamen Kotzke, Röhl, Bilbia und Kaya für Kajubi, Elva, Eckert Ayensa, alle Bank, und Gauss, nicht im Kader, in die Mannschaft. Die Ingolstädter kamen besser in die Partie, ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen und wagten immer wieder kleine Vorstöße. Die wurden von der meist kompakt stehenden Uerdinger Hintermannschaft jedoch schnell abständig. Ständera näherte sich beim FCI zum ersten Mal gefährlich an, scheiterte mit einem Schuss aus der zweiten Reihe jedoch an Keeper Joajus. Punkt. Nach rund 20 Minuten meldete sich dann auch der KFC offensiv an, Gnase setzte die Kugel aus rund 16 Metern knapp links vorbei, 9 Punkt Göbel an die Latte, Kutsch geköpft. Eines entwickelte sich eine Partie, in der sich viel im Mittelfeld. Beide Teams gingen kein allzu großes Risiko ein, wobei die Schanzer das Geschehen weitestgehend kontrollierten. In den Strafräumen passierte lange Zeit nicht viel. Das änderte sich kurz vor der Halbzeitpause. Göbel legte sich die Kugel bei einem Freistoß zurecht und drosch den Ball an die Latte, 9 Punkt. Kurze Zeit später nutzte der FCI auf der anderen Seite seine Chance zur Führung. Bilbias Freistoß wurde auf Kutschke weitergeleitet, der hochstieg und zum 1:0 einköpfte, 43 Punkt. Dritter Liga, 20. Spieltag. Türkgücü 0:0, 0:0, 0 Bayern 2, Bayern 2, Duisburg 1, 2:1, 2 Rostock, Haching 1, 2:1, 1 Zwickau, Halle 1, 0:0, 0 Magdeburg, Dresden 4, 3:2, 1 Klautern, Köln-Wickt, Köln 1, 2:1, 0 Waldhof, Ferl 2, 2:1, 0 Wiesbaden, TSV 1860, TSV 1860 1, 1:0, 0 Meppen, Saarbrücken 0, 0:0, 0 Lübeck, Uerdingen 0, 3:0, 1 Ingolstadt. Die aktuelle Tabelle. Kutsch geschnürt den Doppelpack. Der zweite Durchgang startete ganz nach dem Geschmack der Schanzer. Der eingewechselte Markussen rutschte im Strafraum in Kutsch. Es gab Strafstoß, den der Gefaulte selbst souverän verwandelte, 50. Beim KFC war nun die Luft. Die Hausherren waren zwar bemüht, wirkten aber ideenlos und fanden keine Lücken in der kompakten FCI. Zu allem Überfluss sah KFC-Coach Krämer wegen unsportlichen Verhaltens die rote Karte und musste auf die Tribüne, 6 Punkt. Die Schanzer hingegen ließen nicht locker und spielten auf das 3:0. Eckert Ayensa hatte kurz nach seiner Einwechslung eine gute Chance, als er Frankes Flanke an den rechten Pfosten lenkte. 72 Punkt. Kurz vor Schluss machte er gegen bereits geschlagene Uerdinger dann endgültig den Deckel drauf. Frei vor Joajus legte er sich den Ball am Keeper vorbei und schob ein. 85 Punkt. Mit dem Sieg springen die Ingolstädter vorerst wieder auf Rang 2. Tore und Karten 0:1 Kutschke, 43, Kopfball, Kotzke, 0:2 Kutschke, 51, Foul-Elfmeter, Kutschke, 0:3 Eckert Ayensa, 85, Rechtsschuss, M. Stendera, Tore und Karten 0:1 Kutschke, 43, Kopfball, Kotzke, 0:2 Kutschke, 51, Foul-Elfmeter, Kutschke, 0:3 Eckert Ayensa, 85, Rechtsschuss, Stendera, KFC Uerdingen 05 Grimaldi, 32. Lukemia, 74. FC Ingolstadt 04 Heinloth, 8. KFC Uerdingen 05 Krämer, 76. Uerdingen Joajus, P. Göbel, Lukemia, Fechner, Dorda, L. Schneider, Gnase, Traoré, Pusch, Van Ooyen, Grimaldi. Uerdingen Aufstellung. Joajus, Göbel, Lukemia, Fechner, Dorda, L. Schneider, Gnase, Traoré, Pusch, Van Ooyen, Grimaldi. Einwechslungen 46. Markussen für Van Ooyen 55. Feigenspahn für Traoré 55. Kiprit für Grimaldi 64.
Kobeljahr für Gnasis Kind Zombie für Push Reservebank Königshofer, Tor, Anapack Trainer, Krämer Ingolstadt Buntic, Heinloth, Paulsen, Schröck, Diepfranke, Kotzke, Röhl, M. Stendera, Bilbia, Kutschke, Kaya Ingolstadt Aufstellung Buntic, Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke, Kotzke, Röhl, M. Stendera, Bilbia, Kutschke, Kaya Einwechslungen ein und Eckert Ayensa für Kutschke 71, Elva für Kaya 83, Preisinger für Kotzke 83, Keller für Bilbia 87, Kajubi für Röhl Reservebank Jendrusch, Tor, Niskanen Trainer, Oral Schiedsrichter Tim Franz Bokop, Fechter Schiedsrichter Tim Franz Bokop, Fechter Assistenten Christian Mehrmann, Fechter, Timo Daniel, Emden, Spielinfo Stadion Sportpark am Lotterkreuz Spielinfo Anst 03.2021, 17 Uhr Stadion Sportpark am Lotterkreuz Leute Zuschauer für den KFC geht es am Samstag, 14 Uhr, mit dem Auswärtsspiel in Saarbrücken Ingolstadt ist dann erst am Montag, 19 Uhr, gegen Türkgücü München in der